Felucia, Dschungel und Sporenwelt. Der Planet Felucia liegt im Outer Rim Gebiet der Galaxis. Felucia ist eine bunte und vielfältige Dschungelwelt. Die Dschungel des Planeten bestehen nicht aus Bäumen, sondern zu großen Teilen aus kleinen und riesigen Pilz- und Sporengewächsen. In seinen Dickichten findet man seltene Pflanzen, darunter auch das Nysillum sowie verschiedene Kreaturen wie die friedlichen Teemus oder der gefährliche Dschungelrancor und viele weitere. Es gibt nur wenige Städte auf Felucia, aber einige Bauernhöfe und Dorfgemeinschaften der Felucianer. Diese bauen große Felder des Heilkrautes Nysillum an, weswegen der Planet in den Klonkriegen mehrmals Schauplatz des Krieges wurde. Nun zeigen wir euch meine Interpretation von Felucia als Spielplatte, inspiriert durch Clone Wars Episode 3 und Star Wars Battlefront 2. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute Juicy. Hi. Wir machen heute ein bisschen Planetenkunde. Wir schauen eine Spielfläche von mir an, die ich mal gebaut habe. Wir sind auf Felucia. Felucia, eine sehr bunte Welt und eine tropische Welt auch. Wir kennen Felucia aus Episode 3 und aus Clone Wars. Da strandet auch mal Ahsoka mit Kenobi und mit Anakin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war das nicht diese Folge, wo die bei diesen Farmern waren, so ein bisschen schildkrötenartige, ja. Ein bisschen gemütliche Leute? So. Die sind sehr friedlich, etwas sehr gemütlich, auch sehr unbeholfen. Es wirkt auch ein bisschen komisch, wenn die mit ihrer Mistgabel rumfuchteln und selbst mit der nicht umgehen können, als Anakin ein bisschen Kampftraining geben will. Weil ein paar Piraten wollen halt die Farmer dort plündern und ihre Ernte stehlen, ne? Und die Jungs, hast recht, die sehen ein bisschen bucklig aus, sehen aus wie Schildkröten ohne Rückenpanzer. Als hätten die irgendwie verloren. Felucia, tropische, bunte Welt, Schauplatz mehrerer Kriege in den Klonkriegen. Es sind da öfters mal auch Jedi abgestürzt, deswegen habe ich mir Massen-Jedi-Frack auch hier mal gemacht. Dazu wird es auch mal noch in absehbarer Zeit von mir ein kleines Tutorial für euch geben, wie ihr aus Modellbausätzen Fracks machen könnt. Bist du da mit dabei bei dem Video dann? Vielleicht. Sehr spannend. Ja, wir machen jetzt gleich einen Rundflug mit euch über meine Platte. Wir bauen die ein-, zweimal um, vielleicht auch dreimal, je nachdem, wie wir gleich Spaß dran haben, schlichtweg. Dass ihr einfach seht, was für einen Vorteil es einfach auch gibt, nicht nur riesige Geländestücke zu machen, sondern auch viele kleine, dass ihr es schön kombinieren könnt untereinander. Ja, und du darfst halt auch ein bisschen bauen, so ein bisschen Lego-mäßig. Ich freue mich schon. Ändern. Nicht wie dekorieren bei der Wohnung. Okay, dann würde ich sagen, wir machen den ersten Rundflug und wir sehen uns später hier nochmal zusammen. So, wir beginnen unseren Rundflug auf Felucia. Gleich hier am Anfang haben wir schon mal sehr interessante Pflanzengebilde. Ein bisschen sehr becherförmig das Ganze hier. Nach oben gewachsen und oben sprießt dann allerlei Zeugs raus. Auf jeden Fall schön bunt und durchwachsen. Wir haben hier hinten auch einen kleinen See. Da sind auch kleine Fische drin. Ja, sogar kleine Fische reingemacht. Genau, der ist so ein bisschen hier auf einem Plateau, kann man sagen. Das fällt dann hier flach in die Landschaft ab. Hier kommen dann auch schon so kleine Teile, die wir im Intro erwähnt haben, mit denen man die Platte gut umgestalten kann. Außerdem gibt es hier aber auch so kleine Wäldchen, Wald kann man ja nicht sagen, aber so Wäldchen mit so blauen, hochgewachsenen, sukkulentenartigen Teilen. Hier haben wir außerdem den abgestürzten Jedi. Also der Druide ist noch sitzen geblieben, der Jedi ist vielleicht abgehauen. Auf jeden Fall sieht das Schiff nicht mehr ganz so flugfähig aus. Das ist ziemlich böse da in den Felsen gekracht. Macht auf jeden Fall was her auf der Platte, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier auch so einzelne Sukkulenten, die hochgewachsen sind. Und dann auch wieder weitere von diesen Topfpflanzen. Hier kommt jetzt noch was sehr Interessantes, weil hier haben wir jetzt ein richtiges Plateau. Also so ein richtiges Felsstück. Da wuchert es auch zwischendrin, so wie sich das eigentlich gehört für die Natur. Also nicht einfach nur der Fels, sondern auch ein paar Pflanzen, die sich da ihren Platz gesucht haben. Bringt auf jeden Fall nochmal gute Abwechslung auf den Spieltisch.
damit nicht nur alles eben und flach ist. Und hier ist auch ein bisschen wie so eine Rampe wahrscheinlich dafür gemacht, dass die ganzen Figürchen da später auch schön hochlaufen können. Ja, und hier haben wir noch mal einen kleinen Teich, aber so wie ich das sehe, ohne Fische. Dafür aber mit vielen interessanten Pflanzen noch mal außenrum. Ja, also ich würde sagen, die Konstruktion, die Seifer hier gebaut hat, ist definitiv, kommt es sehr gut an Felucia heran, was man so aus den Serien, aus den Filmen kennt. Das ist auf jeden Fall sehr bunt, sehr abwechslungsreich und nimmt sehr, sehr viele Elemente wieder auf. Nun der zweite Rundflug von Felucia. Hier fangen wir mal mit dem Sukkulentenwald nochmal an. Die Sukkulenten sind ursprünglich mal aus dem Seltwesen von Depot. Eigentlich sind es nur so Pflanzenstängel und ich habe mir mit meinem 3D-Drucker so Baumstämme für die extra gemacht. Und eine Art Waldbase, damit ich einfach eine Standfläche habe, bei denen ich die einfach reinstellen kann in diese Rundung. Hier, die ist ungefähr 4 mm tief. Und ja, so zusammen bilden die drei einfach vom Reglement einen kleinen Wald. Einzeln halt einzelne Bäume nur. Dann, was Juicy vorhin schon ein bisschen angesprochen hat, ich habe sehr viele kleine, ich nenne sie immer gerne Füllerelemente, um Zwischenräume auf der Platte zu füllen oder große Grundstücke wie dieses Plateau hier einfach mit zusätzlichem Leben zu befüllen. Das Plateau ist ungefähr 45 auf 45 cm von der Fläche her und irgendwie so, ich glaube 5 cm hoch waren es tatsächlich. Es ist so groß, ich kann sogar große Sichtblocker hier draufstellen, um einfach ein bisschen mehr Varianz auf meinen Felucia-Platten dann zu stellen, wenn ich mal Bock habe, die ein bisschen anders zu bespielen. Wie Juicy schon richtig sagte, hier ist sogar ein bisschen Leben in dem See hier. Sind hier so 3-4 Fischchen. Die Fische sind noch aus Warhammer-Bits-Zeiten. Ich habe mal Warhammer Fantasy früher gespielt. Hochelfen war damals meine Armee und dann hat man damals so ein paar Fischchen bekommen, weil es auch ein Wappentier war bei einer der Hochelfenstädte. Welche Tiere sich übrigens noch eignen, außer diese Bits, sind kleine Fische von Playmobil tatsächlich teilweise. So, gehen wir mal weiter. Hier ist so ein einzelner Sukkulentenbaum, nochmal ein Füllerelement. Hier mit einer kleinen Laufpassage, dass einfach Figuren aus zwei Seiten Deckung bekommen könnten. Hier nochmal so ein einseitiger Sichtblocker, der auch eine leichte Erhöhung bietet für Scharfschützen oder andere weitreichende Waffen. Hier der Jedi-Jäger aus einem Rebell-Bausatz gemacht. Das ist, glaube ich, das Schiff von Kit Fisto ursprünglich. Und ja, wie Juicy schon in ihrem Part sagte, ziemliche Bruchlandung, was der Jedi da hingelegt hat. Vielleicht war es auch nur ein Padawan. So, eine kleine Besonderheit bei meiner Platte ist, ich kann dieses lange, hohe Plateau auch teilen. Das ist in zwei Hälften hier jetzt aufgestellt. Dadurch kann ich einfach wie so eine Art Canyon-Eingang hier bilden auf der Platte und noch mal ein bisschen für eine andere Varianz auf den Spiegelflächen einfach sorgen. Ja, finde ich ganz schick, hab aber auch die Rückseite ein bisschen bemalt, weil wenn das nur in diesem, das ist ursprünglich so ein gelber Ton von dem Styrodur, das wirkt immer komisch, wenn man dieses knallige Gelb hat, dadurch sehen können. Deswegen habe ich einfach einen Terrakotta drüber, um einfach diese grelle Farbe zu entschärfen. So. Hier ist nochmal der andere Teich, da hat Juicy richtigerweise schon gesehen, da ist nicht so viel Leben, da ist nur ein bisschen viel Botanik los. Ja, Felucia ist tatsächlich eins meiner liebsten Projekte. Also ich bin da schon ein paar Mal zurückgekehrt, habe zum Beispiel diese beiden Seen- oder Wasserspiele hier 2020 gemacht. Die Sukkulenten habe ich mal 2019 gemacht, im letzten Winter dort. Und ja, ich spiele immer sehr gerne auf der Platte. Was ich auch immer so mitkriege, wenn ich die mal irgendwo mitnehme. Die Leute haben auch immer Spaß auf der Platte, weil es einfach vielseitig ist. Ihr habt viele, viele Pflanzen, sowohl mit kleinen Elementen wie auch größeren Elementen. Ihr habt Gestein, ihr habt Sichtblocker, ihr habt aber auch Höhenvorteile auf der Platte vertreten. So, ich hoffe, euch haben die zwei Rundflüge hier mal gefallen über die Platte. Und dann sehen wir uns gleich noch einmal zu dritt. So, unser Rundflug ist geglückt. Keine Bruchlandung wie bei dem Jedi-Bruchpiloten hier. Oh, ja, vielleicht waren auch gerade keine Droiden da, wer weiß. Auf jeden Fall, was ist denn für dich so eine Hauptaugenmerkung? Was gefällt dir? Wo fällt dein Blick als erstes hin bei der Platte eigentlich immer, würde mich mein Moment interessieren. Das ist schwierig. Irgendwie auf der Platte schreit alles nach Aufmerksamkeit. Also ich finde, die bunten Farben sind ein echter Hingucker. Unterscheidet Felucia eben deutlich von anderen Welten.
Besonders finde ich auch diese Topfpflanzen hier, die hier überall auf der Platte wuchern, weil die eben auch sehr charakteristisch sind für diese Platte. Genauso mit den sukkulenten Bäumchen, die du da gebastelt hast. Ansonsten mag ich eigentlich auch diese kleinen Seen, Teiche, die du da gebastelt hast. Ja, sieht man vielleicht auch auf anderen Welten, aber ich finde, die sind hier mit diesen Pflanzen eben nochmal einfach echt schön umspielt. Also so alles zusammen, finde ich, ist echt sehr cool. Die Plateaus machen auch was her, keine Frage, aber die hat man auch auf anderen Welten insofern. Ist für dich die Botanik und das bisschen Wasserspiel, was mit dabei ist. Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, ich habe mir auch meine kleinen Seen, sag ich mal, ein bisschen verknallt. Die sind ausgegossen aus so einem Resinharz, so einem Kunstharz, das fällt einfach aus, klar. Und ich hatte es zuerst bei dem Hochplateau probiert gehabt und habe dann schnell für mich entschieden, hey, ich möchte das noch in kleiner haben, als kleiner, flacher See irgendwie, wo ich irgendwie integrieren kann. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich nochmal zwei von machen. Einer nochmal für die Felusha-Platte, weil es einfach vom Spielgefühl nochmal ein anderes Hindernis ist für Truppler. Was meine ich damit ganz kurz? Hier so ein Fußgänger tut sich einfach schwerer, damit durch dieses Wasser zu watten, weil einfach durch den Grund, der schlammige Boden, einfach kommen die langsamer voran. Es ist einfach nochmal ein schönes anderes Spielelement als immer flache Ebenen oder von Büsch zu Büsch irgendwie springen. Und ja, daher mag ich die eigentlich ganz gerne. Ja, und ein See werde ich wohl für meine Javin-Platte in etwas größer mal machen. Ja, vielleicht mal noch ein paar Hinweise für euch, aus was die Platte so besteht. Also diese großen Rankengewüchse sind quasi aus kleinen Kompostiertöpfchen. Das ist wie so eine Art Pappe. Und wenn die mit Leim bestrichen ist, härtet die ziemlich stark aus. Also die ist nicht so bruchgefährdet. Also man kann es schon bedenkenlos transportieren. Diese kleinen Pflänzchen hier für diese Füllerelemente hier von der Platte sind alle aus dem Aquaristikbereich für Aquarien quasi, als Dekopflanzen, sind alles Kunststoffpflänzchen. Die kriegt ihr meistens immer in so ein Büschchen. Ich habe die einfach mit klein geschnitten, als Einzelelemente überall ein bisschen verteilt. Also einfach mal bei eBay eingeben, Kunststoffpflanzen, Aquarium oder so irgendwie so als Begriff. Oder halt natürlich bei den Zoobedarfsläden. Diese Sukkulenten, wo habe ich die her? Lieblingsdekoladen, da wo er immer mit mir hin will, wenn wir irgendwo zusammen durch die Stadt laufen. Einfach mal kurz den Sale auschecken bei Depot, da habe ich die her gehabt, die gab es im Sommer 2019 wie auch 2020. Also ich habe meine tatsächlich 2019 geholt, habe gesehen, 2020 waren die auch lange im Sortiment da, haben auch immer wieder regelmäßig Nachschub da gehabt und ja, ich habe dich aber auch mal angestiftet, hey, guck mal bei dir, ich brauche noch drei davon für drei Wälder, ich kann tatsächlich drei Wälder auf Felusha stellen. Es ist nicht vielleicht ganz so typisch für Felusha, weil ich musste überlegen, einfach einen Kompromiss einzugehen, weil normalerweise sind das riesige blaue Knospen, die wären nicht so wahrscheinlich, wenn ich das authentisch haben möchte. Dann ist es aber nur ein riesiger Sichtblogger und ich kann mich darunter kaum noch durchbewegen. Da habe ich den Kompromiss eingegangen und habe mir gesagt, ich nehme eine Sukkulente, mache die blau und mache das wie so eine Art Palme quasi. Aber ich finde, der Kompromiss ist echt gut geworden. Also es macht optisch was her, es ist spielbar auch. Sofern ich das beurteilen kann, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, du kannst halt wirklich Figuren drunter rumstellen auch. Ja. Weil wie gesagt, habe ich nur eine riesige Knospe oder Blüte, wird es halt echt schwierig. Also die Jagd auf die Sukkulenten bei Depot hat sich gelohnt und da, wo es dann nicht mehr im Sortiment war, war Seifer schneller als die anderen Käufer. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich habe sogar mir drei nachbestellt nochmal. Ja, soviel zu den verwendeten Materialien. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwie zum Basteln-Thema, einfach mal kommentieren. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwie vielleicht Tipps haben wollt für eure Felusha-Platte. Und zum Geländebau generell wird es demnächst eine größere Serie geben. Da baue ich eine ganze Platte. So viel scheint so viel schon nochmal verraten. Da ist dann Magda mit am Start und support mich dann noch einmal. Du bist dann die nächste Zeit wieder bei den Einheitenmal-Videos dabei. Ich sag kurz nochmal da. Hiesen. Mhm. Bei dem Barkleider seht ihr auf jeden Fall Tschüss, demnächst nochmal wieder. Und ansonsten sage ich schon mal Danke für dein Mitwirken und deine Eindrücke, nochmal als Außenstehende, die nicht im Hobby drin ist, die auch ein bisschen was von Star Wars einfach weiß. Ja, danke. Und euch danke fürs Einschalten. Wie gesagt, habt ihr Fragen, kommentiert, hat es euch gefallen, liked es gerne und verbreitet es weiter. Bis dann und zum nächsten Video. Ciao.